Herzlich willkommen zu Drivers Seat, dem Podcast, der die Branche auf Trab hält. Der Blick in die Welt der Fenster- und Glasbranche wird Ihnen präsentiert von Alloblast, Ihrem Pionier für innovative Fenstersysteme. Oh, das schaut jetzt hier nicht gut aus. Jetzt stehen wir im Stau. Du, pass auf, lass uns doch den Daniel anrufen. Das schaut hier aus, wie wenn es ein bisschen länger dauert. Was meinst? Ja, wird wieder mal Zeit. Probieren wir unser Glück. Hey Stefan, danke für den Anruf. Und ich schätze, neben dir im Auto sitzt der Reinhold. Genau so ist es. Hallo Daniel. Lass mich gleich mal einsteigen. Also Punkt 1, Nachhaltigkeit ja, aber wie schaffen wir es, das mit zusätzlichen Features zu verknüpfen? Und vor allen Dingen, wie schaffen wir es, nicht abzugleiten in eine gewisse Monothematik, die letzten Endes für unser Produkt schädlich ist, weil sich dann wirklich alles nur noch um ein paar Zahlen dreht. Siehe U-Wert-Diskussion, wo es dann darum geht, bei wem steht was unterm Strich, und das ist alles, womit dann letzten Endes dieses fantastische Produkt Fenster mit seinen unzähligen Aspekten nur noch verglichen wird. Das kann es nicht sein, meine ich. Und das zweite Thema ist einfach, ich sehe auch ein Problem, gerade kleinere Unternehmen brauchen Hilfe. Was passiert? Sie lassen sich einkommen und sie machen letzten Endes dann mit dem Kandidaten A genau das Gleiche, was sie mit dem Kandidaten B 50 Kilometer weiter gemacht hat, weil der hat auch nicht den personellen Overhead, das Thema selbst zu bestreiten. Also nimmt auch er diese Leistung in Anspruch. Und was passiert unterm Strich? Leider eben genau nicht das, was wir brauchen, nämlich Differenzierung. Ja, da können wir auch sehr kontrovers darüber diskutieren, ob wir immer Differenzierung brauchen oder ob wir nicht gemeinsam als Gesellschaft in die richtige Richtung gehen müssen, damit es gemeinschaftlich auch auf diesem Planeten in Zukunft funktioniert. Wenn jetzt Unternehmen nachhaltiger agieren, können sie das auch tatsächlich dem Kunden vermitteln? Beziehungsweise können sie daraus auch neue Kunden oder mehr Geschäft generieren? Ist das... Wie erlebt ihr das, wenn ihr mit Unternehmen sprecht? Ist das einfach nice to have, nachhaltige Argumente zu haben, oder ist das ein Muss? Das kann man nicht so verallgemeinern, Daniel. Es kommt tatsächlich so ein bisschen auf die Zielgruppe an. Es gibt sicherlich aktuell schon eine Zielgruppe, die da sehr stark drauf schaut. Ich denke, dass wir schon auch mit der Nachfrage mal weiter waren vor ein paar Jahren. Jetzt kam natürlich die wirtschaftliche Krise dazu, mit den ganzen Themen, die da außenrum sind, wo der Preis auch wieder eine größere Rolle spielt und die Menschen auch wieder mehr drauf achten beim Einkauf. Wo geben sie ihr Geld sozusagen aus? Aber es wird, wie gesagt, bleiben. Die Nachhaltigkeit wird bleiben. Und deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, sich jetzt aufzustellen. Und die Nachfrage in diese Richtung wird auch gehen. Da bin ich relativ überzeugt. Und je früher ich damit dabei bin, desto eher habe ich natürlich eine Chance, dann auch auf den Zug aufzuspringen, als wenn ich dann erst wieder reagieren muss, wenn es sozusagen schon am Laufen ist. Und ich bin immer ein Freund davon, die Dinge frühzeitig anzugehen. Ich kann auch ganz bewusst eine Entscheidung treffen, ist nicht meine Welt. Alles gut, aber ich sollte mir vorab Gedanken machen, macht es Sinn? Wenn ja, wie kann ich da reinsteigen und nicht erst immer in die Reaktionsphase reinzugehen, wenn irgendwelche Veränderungen am Markt auf einmal auf mich eintreffen, weil dann bin ich meistens relativ hektisch unterwegs und das bringt mir dann oft nicht den Erfolg, den ich vielleicht habe, wenn ich ein bisschen systematischer vorgehe. Ich denke, es liegt einfach sehr stark in der Philosophie und in der Unternehmenspersönlichkeit begründet. Es gibt natürlich den einen, der sagt, das ist ein großer Trend, wie kann ich davon profitieren? Das führt dann zu gewissen Mitnahmeeffekten aus meiner Sicht, indem ich halt einfach sage, okay, wir brauchen da was, wir brauchen möglichst was Einfaches, was Plakatives, was ein gewisses Vertrauen gibt der Kundschaft, der Zielgruppe, die für sowas empfänglich ist. Es gibt aber halt auch welche, die tatsächlich das zum Anlass nehmen, um grundlegend die Abläufe im eigenen Unternehmen auf den Prüfstand zu stellen und Dinge substanziell zu verändern. Und da müssen wir hin. Du hast einen wirklich guten Satz gesagt, den ich nochmal wiederholen möchte. Da gibt es welche, die wollen das einfach von innen raus haben. Und in den letzten Jahren sind viele aufgesprungen auf das Thema und das berühmte Greenwashing kennen ja auch inzwischen alle. Und natürlich sind, sage ich jetzt mal, die Verbraucher, die Kunden verunsichert. Da werden Dinge behauptet, die, wenn es dann ein bisschen genauer hinschaust, halt dann nicht mehr passen. Es muss tatsächlich auch transparent sein. Die Unsicherheit, die wir auch im Markt, nicht nur bei den Unternehmen haben, die haben wir auch im Markt, die müssen wir rausbringen. Und da muss einfach eine Ehrlichkeit rein, die auch transparent ist, die nachvollziehbar ist. Und dann wird es sicherlich was werden, was auch wirtschaftlich erfolgreich wieder umgesetzt werden kann. Ich habe da auch gewisse Statements gehört aus der Branche, bei den Unternehmen. Ich erlebe es dann tatsächlich so, dass die Antworten meist so gegeben werden, ich muss es machen, ich bin
Der Kunde sagt mir, ich brauche dieses Zertifikat, ich brauche vielleicht eine Produktdeklaration, ich brauche irgendeinen Ausweis für deine nachhaltigen Schritte, aber mehr Geld bekommst du dadurch nicht. Also ich war vor kurzem bei einem Profilsystemgeber, also einer, der die Kunststoffhäuser beliefert mit Profilen, der sagt auch, ja, die sagen alle, ich brauche das und das Zertifikat, aber letztendlich mehr Geld für den Laufmeter PVC-Stange oder Tonnage oder sonst was, bin ich gar nicht bereit zu zahlen. Also da auch wirklich nicht centweise, wirklich nur in kleinen Bereichen sind die gar nicht bereit zu zahlen. Also das Fenster darf dann nicht mal im Cent teurer werden, das ist dann schon irgendwie merkwürdig. Ne? Sie müssen es machen, erledigen, aber trotzdem kriegen sie nicht mehr dafür. Das ist dann eigentlich eine Entwicklung, die dem natürlich total zuwiderläuft. Und das ist wohl bei den Endkunden auch ähnlich. Es ist schön, es ist nice to have, wenn man irgendwie sagen kann, mein Fenster ist irgendwie ökologisch nachhaltig produziert. Aber wenn der andere um die Ecke dann das Fenster um, weiß ich nicht, 50 Euro günstiger macht oder um wenige Prozentpunkte günstiger, dann schnappt man dann doch da eher zu. Ne? Ja, das ist absolut das Problem, in dem wir stecken. Das Schwierige ist natürlich vor allem für die Unternehmen, weil sie es irgendwie gefühlt bereitstellen müssen zusätzlich noch, ja, um dann wieder was zu verkaufen ohne irgendein Add-on, wie du so schön gesagt hast. Und natürlich die Nachfrage, die aktuell ja auch nice to have ist. Ich denke, dass wir in den nächsten Jahren hier aber durchaus auch eine Veränderung im Bewusstsein hoffentlich bekommen, dass das auch seinen Preis hat. Im Lebensmittelbereich sehen wir schon ein bisschen, da geben Menschen, man muss sich es immer leisten können am Ende des Tages, auch mehr Geld aus, um vielleicht regionale Produkte zu haben oder biologische Produkte oder ähnliches. Und das wird sich über die Jahre fortsetzen in die anderen Bereiche hinein. Aktuell sind wir in dem Dilemma, dass es tatsächlich die Nachfrage da ist oder der Push da ist, auch von vielen Zertifikaten natürlich und Programmen, da reinzukommen, und der Kunde kriegt es mit und fragt nach und möchte das gerne haben, aber ohne, dass er einen Mehrpreis dafür zahlt. Mehrpreis, und das ist meine Überzeugung, muss immer was mit Mehrwert zu tun haben, und da reicht es nicht zu sagen, ich habe jetzt hier nochmal einen Dreh gefunden, um dem Endconsumer irgendwie ein bisschen ein gutes Gefühl zu geben. Mehrpreis muss mit Mehrwert zu tun haben. Du hast die Lebensmittelindustrie angesprochen. Ja, wann funktioniert es denn? Es funktioniert dann, wenn ich nicht nur sage, das Ganze ist jetzt, sagen wir mal, nachhaltig produziert, es ist meinetwegen fürs Tierwohl gut, sondern dann klappt's, wenn ich zusätzlich sagen kann, und weil das so ist, ist das Produkt am Ende auch deswegen mehr wert, weil es auch dir, Mensch, am Ende gut tut. Es ist gesund und es kommt dadurch wirklich der Mehrwert rein. Dann wird es akzeptiert, natürlich von einer bestimmten Käuferzielgruppe, das ist auch klar. Und da müssen wir auch beim Fenster hin. Ich muss das leben und sagen, das ist eine Überzeugung, das ist eine Weiterentwicklung. Wir werden dem Generationenthema gerecht dadurch. Und es macht halt den Buff, weil es halt so viele mögen, das mache ich erst, wenn ich muss. Das sind die gleichen, die immer noch ein Schnurtelefon hätten, wenn es kein anders geben würde. Das liegt natürlich daran, dass die Institutionen in unserer Branche natürlich dann auch sagen, okay, Thema ist jetzt da, wir müssen was machen, dann wird was angeboten, und dann hat es eben genau diesen Charakter nach dem Motto, ja, muss ich jetzt machen, also hole ich mir jetzt, sage ich mal, die neueste Absolution, indem ich jetzt da irgendwo mich mit dranhänge an das Thema, aber leider ist es dann oft auch, es ist halt oft dann auch ein Alibi. Man sagt, ja, habe ich jetzt, ja, Kurs habe ich erledigt, ja, Thema durch, ja, ja. Können wir wieder einen Haken dahinter machen. Um das geht es ja eigentlich nicht. Aber nein, es geht um eine Einstellungsveränderung. Ich muss halt zweimal... Nein, du stoppst uns jetzt nicht. Doch, pass auf, liegt es aber nicht nur vielleicht, oder liegt es auch daran, dass wir eben so mächtige Institutionen haben wie das IFT, ja, die eigentlich alles regeln wollen und alles irgendwie klar haben wollen, da, ja, und die dann auch, wo dann auch die Branche immer nach irgendeinem IFT-Zertifikat schreit. Da ist ja das Problem. Und so ist halt die Branche gestrickt. Na, so sind wir Deutschen gestrickt. Wer ist denn jetzt schuld? Die Fensterbranche, Deutschland oder die Barwirtschaft? Alle. Insofern, es ist immer Henne und Ei. Das ist immer das Problem. Aber letztendlich schreien wir schon auch gerne in Deutschland nach Vorgaben. Und wenn es keine Vorgaben gibt, dann brauchen wir es nicht. Und dann, also
irgendwie fehlt da der innere Wille, die Einstellung, auch mal Dinge anzugehen, ohne dass jetzt gleich eine Norm XY gibt oder eine Vorgabe oder eine Regulatorik, sondern die Chance da drin zu sehen. Und tatsächlich mal, was kann ich für mich und auch für meine Kunden und vielleicht auch für diese Gesellschaft Gutes tun. Gut, das setzt voraus, dass du auch ohne äußeren Zwang gegebenenfalls bereit bist, Dinge zu hinterfragen und auch zu ändern. Genau. Um das geht es letzten Endes. Genau. Und das ist halt einfach, ich meine, da gibt es ja wirklich wissenschaftliche Untersuchungen, wie beliebt sind Veränderungen und bei wie viel Prozent der Menschheit ist es so, dass die von Zeit zu Zeit mal überlegen, was kann ich wirklich anders machen, und das ist halt einfach nicht die Mehrheit. Das ist richtig, absolut. Also das kann ich dir nur so zustimmen. Wenn man jetzt das vergleicht, man hört ja immer wieder, in Amerika ist so dieses Gemeinwohldenke ist da viel stärker ausgeprägt, ja, dass ich wirklich auch der Gesellschaft was zurückgeben möchte in irgendwelchen Vereinen, Institutionen und freiwilligen Aktionen. Ne? Und sowas ist in Deutschland, findet ja auch in Deutschland nie statt oder seltener statt. Und das auch das zeigt ja, dass wir immer erstmal auf den anderen schauen. Wir sagen immer, ach, guck mal, der macht was, ja, das Neid-Thema ist halt da und der andere macht was, ja, ist das denn überhaupt besser? Nö, ach, guck mal, der hat Chancen gehabt, die ich nicht gehabt habe und so weiter. Also ich gebe da recht, bei dem Neid-Thema sind die Amerikaner uns weit voraus, denen sind nicht neidig. Da ist es einfach so, dass das, was ich mir erarbeitet habe, einfach anerkannt wird und nicht der Neid, wie es ähnlich vielleicht in unserer Gesellschaft ist, da ist. Was ich nicht so ganz teile, ist das ganze Thema Ehrenamt. Also da sind wir Deutschen schon auch ziemlich unterwegs. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht die Richtung, in die wir hin müssen, sondern es ist die Richtung dieses Denkens, mal Dinge wieder anzugehen. Also nicht immer darauf zu warten, dass was passiert, sondern von sich aus diesen innovativen, diesen kreativen Gang mal zu gehen und sich hinzuhocken, rauszulösen und zu schauen, kann ich denn Dinge anders machen? Und das ist, glaube ich, auch was, wo wir vielleicht von anderen Nationen etwas abschauen können, die da in dem Bereich vielleicht ein bisschen innovativer sind und auch gern mal scheitern dürfen. In Amerika kannst du mal scheitern. Dann bist du aber eigentlich hoch angesehen, weil du hast es probiert. Das, was der Daniel gerade gesagt hat, ist sehr wohl zu beachten und spielt da nämlich mit rein, und zwar meiner Meinung nach in der Form, da geht es letzten Endes jetzt natürlich ganz stark in den politisch-gesellschaftlichen Bereich hinein und um die Gesellschaftskultur. Was bei uns der Fall ist, und das ist du hast das Ergebnis geschildert oder das Symptom, Daniel, die Ursache ist aus meiner Sicht ein Staat, der dem eigenen Volk mit einem gewissen Misstrauen begegnet. Das bedeutet, es wird permanent geguckt, zahlen alle genug Steuern. Ich meine, die Steuerschrauben werden, wann immer sich eine Gelegenheit bietet, mit den unterschiedlichsten Begründungen angezogen. Die überhaupt, was steht hinter dem Wort Steuern, heißt ja, dass es im Prinzip darum geht, auch, sage ich mal, einzugreifen, Dinge auch zu lenken. Und das ist etwas, was in Amerika, und zwar per Verfassung, nicht wirklich die erste Aufgabe ist, sondern die haben bestimmte Grundaufgaben wahrzunehmen. Aber ansonsten ist es eben so, dass die Bürger mit mehr Eigenverantwortung ausgestattet sind, was genau dazu führt. Weil wenn ich das Gefühl habe, okay, ich habe da andere Möglichkeiten, ich muss nicht permanent irgendwas erfüllen, was mir vorgegeben wird von meinem Staat, dann gebe ich auch eher mal was zurück. In Deutschland ist es so, man wartet immer drauf, aha, was kommt wieder Neues? So, und dann geht es darum, diese Dinge zu erfüllen. Und da sehe ich schon auch einen grundsätzlichen Unterschied, letzten Endes auch in der Staatsphilosophie. Und das spielt schon auch in den Bereich aus meiner Sicht partiell mit rein. Ja, bin ich bei dir, aber das können wir nicht ändern, sage ich einfach ganz offen. Das ist halt so, wie es ist. Aber letztendlich geht es ja auch darum, dass wir und unsere Unternehmen und unsere Wirtschaft weiterkommen. Und dann muss es halt von uns rauskommen. Dass uns der Staat da nicht immer behilflich ist oder manchmal ist er auch behilflich durch Subventionen, wie auch immer, ist so eine Wundertüte, sage ich jetzt mal. Das ist das Problem. Deswegen appelliere ich immer, mich möglichst so aufzustellen, dass ich nicht abhängig von irgendwas bin, sondern mein Heft des Handelns in die Hand nehme und mir überlege, wie schaut's denn aus? Wo kann ich was tun? Was mir auch weiterbringt? Und vielleicht bringt es mich mal jetzt nicht unbedingt immer finanziell weiter, aber ich leiste einen Beitrag für die Gesellschaft, für die Nachhaltigkeit und kann da auch vielleicht später mal draus profitieren. Und das ist was, wo wir, glaube ich, so ein bisschen ein Umdenken brauchen, dass wir rauskommen aus dem Schimpfen, rein ins Tun. Ja, sehe ich genauso. Ich glaube auch, es gibt keinen Ausweg daraus. Du hast es richtig beschrieben, aber es gibt keine Lösung. Die einzige Lösung besteht darin, dass wir als, ja, Reinhold Kober,
als Dr. Stefan Leckner, als Daniel Mund, dass wir zeigen, was anders gemacht wird, wo was anders gemacht wird, wo diese Innovationen stattfinden, wo tatsächlich dieser Unternehmergeist auch aufblüht und richtig viel passiert. Also das ist unsere Herausforderung. Da können wir einfach nur zeigen, Mensch, guck mal da, der hat irgendwas Geiles gemacht. Nehmt doch mal ein Beispiel euch daran. Schreiben Sie Reinhold Kober, Daniel Mund oder Dr. Stefan Lackner. Denn der Podcast Driver Seat für die Bauelementebranche ist nur so gut wie Ihr Input. Wir freuen uns auf Ihre Themen.